Almanların en büyük korkuları ve endişeleri nedir sorusunu cevaplandıran bilimsel araştırma başkent Berlin'de AirPlus V sigortası tarafından kamuoyuna sunuldu. Araştırmanın sorumlusu Rita Jackli en büyük korkunun geçim endişesi olduğunu belirtti. Die Deutschen haben Sorge ums Geld, um die Umwelt und um die Gesundheit. Wobei beim Thema Gesundheit die Angst besonders groß ist, im Alter als Pflegefall anderen zur Last zu fallen. 1991 senesinden beri her yıl yapılan araştırmanın en ilgi çekici sonuçlarından birisinin de korkuların geçen senelere göre azalmış olduğunu dile getiren Jackli, ülke ekonomisinin kötüye gitmesi mevzuunda Almanların endişesi çok az dedi. Wir beobachten ja die Ängste der Deutschen seit 23 Jahren und wir sind in diesem Jahr, kann man sagen, sind die Deutschen so entspannt wie zuletzt vor 20 Jahren. Was sehr stark abgenommen hat, sind die Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung und insgesamt haben die wirtschaftlichen und politischen Ängste abgenommen. Die Deutschen sind entspannt. Araştırmanın bilimsel boyutunu takip eden Ruprecht Karls Üniversitesi'nden Profesör Doktor Manfred Schmidt ise maddiyatla alakalı endişelerin Almanya tarihiyle ilgili olduğunu söyledi. Die Angst ums Geld, die Sorge ums Geld ist etwas, was in Deutschland ganz starke historische Wurzeln hat. Das sind die Nachbeben der Erfahrungen der älteren Generationen mit der Hyperinflation in der Weimarer Republik oder mit der Währungsreform von 1948. Evliliklerin sona ermesi veya ilişkilerin son bulması ise araştırmaya göre korkular arasında son sırada yer alıyor.